Stelle. So, Ace ist immer CD starten, warum auch immer. Das habe ich bis heute noch nicht verstanden, wie das hier festgelegt wird. Oder ob das einfach random ist. Keine Ahnung. Aber vielleicht erwartet uns ja so ein spannendes Spiel. Ich habe keine Ahnung, was man hier auf der 1 erwarten kann überhaupt. Deswegen erste Runde direkt mal den Autodirector. Wir versuchen es mit einem schnellen Rush auf A. Flash ist durch. Der CT hinten müsste blind geworden sein. So, gute Ausgangslage eigentlich für den Nip. Boah, was sage ich denn da? Ah, wobei, 2 gegen 2 Situationen. Flan kriegt noch den nächsten Frag. Exist. Wird von Katas geholt und jetzt nur noch für Flan. Mit der Bombe macht es genau richtig. Geht auf den Frag. Oh, den kriegt er sogar. Schöner Headshot. Jetzt gegen Ghost. So, Bombe kann man hinter der Kiste legen. Weiß er vielleicht selbst nicht. Boah, Fehler dabei für Flan. Also man hätte locker die Bombe hier hinter der Kiste legen können. Ungesehen dann von dem CT. So, der guckt zuerst mal in der Weltgeschichte um, aber er kann trotzdem diffusen. 1-0 somit für die Aces. Wurden ja schon einige Spekulationscomments abgegeben, ob Nip heute hier das erste Mal verliert. Wegen der Map halt. Ich bin gespannt, aber ich habe vorhin schon im ersten Spiel gesagt, VP gegen AL, dass es eigentlich ein sehr skilllastiges Spiel werden wird. Und Nip dort wohl keine Probleme haben wird, Aces irgendwie zu out-aimen. Aber ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren. Zumal Aces bisher auch schon mal einen Draw gegen Nip erspielen konnte. Was da los war, keine Ahnung. Das Geheul wird natürlich groß sein, wenn Aces hier gewinnt, aber naja, erstmal abwarten. Erstmal die erste Hälfte. Und dann sowieso auf dieser krassen CT-Map, auch wenn es da einen neuen Abgang gibt, ist immer noch eine CT-Map. Da könnt ihr mir nichts erzählen. Und die ist so imbalanced. Ich muss einfach so schnell wie möglich raus aus dem Map-Pool und eine bessere wie Cash rein. Zum Beispiel. Oder Light oder was weiß ich. Cash würde ich mich freuen und na, mal gucken. So, erste Equipped Round. Nip. Sogar so eine Art Standardaufbau. Kassin aber direkt den First weg. Faust liegt oben an. Auch die CDs spielen da relativ aggressiv. Und auf jeden Fall Sniper-Pad holen. Das sieht doch schon mal ganz solide aus von den Spaniern. Machen gut Schaden an Nip, halten da oben ziemlich safe. Überteil sind da zwar ausgespielt, nur nach Getred und Freeberg. Getred muss es hier reißen mit seinen 100 HP gegen 4 Leute. Freeberg pusht durch die Smoke. Sie kriegen die Spiele einfach nicht kaputt. 13 und 19 HP dabei. Ghost und Torpe. So, da ist die erste Equip schon mal an die Spanier. Ach komm, wieder scheißen. Also nicht die Spanier, sondern was anderes. GG, der Tick-Off-Rhythm ist noch kaputt, also nicht wundern, dass dort kein Ergebnis steht. So, haben wir eine Eco bei Nip. Forest letzter Mann. Vielleicht also das 4-0. Schöner Kommentar, Schwalle. Quali wieder schlechte, keine Ahnung. Ja, ich habe auf jeden Fall die Bitrate runtergesetzt. Aber diese Woche gibt es endlich die Capture Card und dann geht's richtig ab. Aber bis dahin müssen wir uns noch mit. Muss ich mich noch mit dem begnügen, was ich hier habe. Mal schauen, wie ich das dann alles
einstellen kann. Aber dazu mehr, wenn es soweit ist. Der kassiert wieder die guten Shots am Anfang. Oh, wie Ghost hat das. Der geht einfach nochmal vor auf Duell. Also auch die Spanier wissen hier gut Bescheid, wie sie die App zu spielen haben. Boah, schöner Shot von Freeberg. Oh, Mitte stirbt aber auch. Also man merkt schon, Nip hat natürlich hier keinen richtigen Plan, wie sie auf der Map agieren. Und das Einzige, was sie hier machen, ist wirklich auf Skill gehen, ein bisschen auf Teamplay, so Basic Teamplay halt. Viel mehr wird hier nicht bei rumkommen. Schöner Move von Triffking da über hinten. Boah, da schießen sie sich gegenseitig an. Boah, schön geschossen von ihm. Von Driftking? Driveking? Wer ist der denn jetzt? Warte mal. Agilien ist da. Wiss ist da. Ghosty ist da. Da müsste Torpe ist da. Okay, Soaker ist das also. Driveking, Driftking, Driftking. Hoffe ich zumindest, dass es Soaker ist. Und nicht, oh, haben wir Soaker nicht bei Wizards gesehen gestern? Ich bin verwirrt. Hochgradig verwirrt. Ich schau mal so halbherzig nebenbei auf der Aces-Seite. Oh, schön. Endlich kriegt auch Nip mal da oben die Frags. Drei Stück an der Zahl. Soaker hat auch keine Chance weiter. Agilien gegen drei. Die Bombe. Sieht so aus, als ob sie schon durch ist. Nee, ist noch da oben an der Brücke. Ah. Freeberg aber nicht so ganz gut geschossen, aber da ist es die erste Equipped Round für Nip. So, was haben wir denn hier? Archives. Stats. Gut unübersichtlich, die Seite. Awards, die haben ja nicht mal eine Teamseite hier, oder was? Doch hier Teams Players. CSGO. Torpe, Agilien, Ghosty, Viz. Doch, das ist ein neuer. Der heißt Driftking. Also sorry, dass ich ihn gerade Soaker genannt habe. Spanier übrigens mit Eco. Nochmal zwei Waffen stibitzen. Hat jetzt natürlich leichtes Spiel, da einfach auf B zu gehen. Und die Bombe legen. Ghosts Posi auch bekannt. Die Waffe dürfte er nicht safen können. Und er stirbt auch. 5 zu 2. So, Aces mit wieder mit Geld. Dann wird Soaker wahrscheinlich zu den Wizards gewechselt sein. Okay. Nun gut. Oh, 1000 Hits bald, ich weiß. So, ich hoffe, ihr verzeiht, dass ich hier viel mit Autoreactor arbeite, aber ich glaube, das ist schon gut so. Wenn man es bei Frax sieht, Freeback kommt einfach B auf. Easy für ihn. Und zwar gerefragt. Sehr schön. Nur noch Torpe oben. Gegen 4. Also es ist halt auch immer das Krasse bei Nip. Sie liegen irgendwie hinten und dann wissen sie halt irgendwie immer, was sie zu tun haben. Legen da so einen Schalter um oder machen ein, zwei Sachen anders und dann schießen sie einfach um. An die Overview gewöhnen hier. Einige Spiele werde ich ja schon casten auf der Map. Unter anderem Morgan Maus gegen SC und SC und AL, glaube ich. Und ich glaube beide auf Dust 1. Also ich bin wirklich sehr gespannt, was wir noch zu sehen kriegen auf der Map. So, die erste Awe bei Agilien.
So, aber Lip geht wieder hinten raus am Antipad. Geben da schon gut Gas. Aces trauen sich jetzt aber nicht mehr so viel. Stehen da viel defensiver. Vorhin standen sie am Sniperpad, aber da kommen auch richtig viel Granaten von Nip. Oh, da boosten sie sich nochmal hoch. Nett. Nette Idee. So, Getrade macht da immer allein Cutters, glaube ich. Also ich würde den Aces empfehlen. Ich meine, sie wissen doch eigentlich, dass unten... Oh. Dass unten alle aufbauen und eigentlich nur einer bis zwei Cutters sind. Deswegen könnten sie einfach Cutters einnehmen. Haben sie, glaube ich, auch gerade gemacht, aber halt relativ spät. Ich würde es mir am Anfang wünschen, dass sie da Getrade komplett zurückdrängen. Und dann müssen sie sich eigentlich nur noch auf eine Sache konzentrieren. So, wir flanen gegen drei. Oh, aber Drift ging. Hat er einfach easy den Shot hier an dem Schlitz. Ich kriege ihn gar nicht richtig hin. Er ist zu weit strafed. So, 6 zu 4. Aber 4 T-Runden. Davon waren 2 Ekos. Ah, mal gucken. Ich predikte einfach mal, dass Nip keine einzige CD-Runde abgibt. Weil vielleicht die Pistole, wer weiß. So, Aces spinnen das aber nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Mal schauen, was Torpe da macht. Diesmal blocken sie wieder ein bisschen aggressiver. Boah, schön fokussiert von Forrest. Direkt auch die AEs oben zum... zum Sniperpad. Jetzt kommt die Smoke. Boah, schöner Schuss. Der war sogar durch die Smoke. Oder er hat die noch kurzzeitig gesehen. Ghost kriegt auch die Hits. Boah, jetzt sterben sie aber auch alle einzeln. Also am Anfang haben sie das viel, viel, viel besser gehandelt, wo sie aggressiver standen. Wo sie selbst irgendwie Granaten geworfen haben. Jetzt lassen sie die T's einfach nur noch kommen. Und die raffen natürlich auch langsam, wo sie hin-aimen müssen, wo sie pre-aimen müssen. Hey, den Kommentar hätte der nicht deleten müssen, ne? Von Prowler. Du musst nicht alles löschen. So, leider noch eine Echo bei Aces. Dann heißt es schon 6-6. Ich hoffe, dass die Aces es schaffen, noch ein paar T-Runden zu holen. Oh. Ich würde da einmal vorbeilaufen. Ah, der CT da hinten. Jetzt haben sie erst gesehen. Exist hat er dann nicht mal hingezielt. Schöner Mini-Step da am Anfang von Ghost. Tja, 6-6. Nip wird sich wahrscheinlich auch noch die Führung holen. Aber vielleicht stellen Aces ja ein bisschen was um. Wie gesagt, also ich finde, sie sollten oben vielleicht einfach Cutters einnehmen oder halt unten mal wieder mit Granaten agieren. Einfach gegenflashen die ganze Zeit. Nip gar nicht so weit vorkommen lassen. So, zwei Cutters, zwei unten. So, da gibt's die erste Flash. Ghost können natürlich auch mal wieder schräge runtergehen. Aber sie spielen's immer defensiver und das spielt meiner Meinung nach Nip zu sehr in die Karten. Wo steht der hier? Boah, what? Echt die CT-Base? Da, hier steht er. CT-Base. What the fuck? Also wie gesagt, sie, anstatt offensiver Cutters zu spielen zum Beispiel, spielen sie es defensiver überall. Jetzt bin ich gespannt, ob das aufgeht. Also sie lassen es ja komplett vorkommen jetzt hier. Jetzt bin ich gespannt. A wäre eigentlich eine gute Möglichkeit. Boah. Getrade den First Track gemacht. Hat doch kaum Hits bekommen. Nicht so viel, keine. So,
Und dort ist gut abgesmoked von Nip. Und da war eigentlich nur einer am B, das ist Agilien. Dessen Pose ist auch bekannt. Kann da auch keinen mehr setzen. Jetzt ist die Runde eigentlich fast wieder verloren. Einer war da, glaube ich, sogar noch am Steg hinten. Forest, keine Chance da. Die Spanier, schöne Flex von ihm. 7-6. Also sie wählen meiner Meinung nach das falsche Mittel. Lassen sich viel zu sehr beeindrucken von Nip. Am Anfang hat es so gut geklappt und sie ziehen irgendwie die falschen Schlüsse draus. Na, jetzt verstehe ich auch, warum so viele Leute rübergekommen sind. Weil er nicht auf dem GoTV war und deswegen kommen alle hier her. Ich dachte schon. Naja. Aber Werbung rein schnell. Nee, das wäre ja unfair. Freue mich zwar über die Viewer, aber die sind so schnell da. Also sie sind so schnell wieder weg, wie sie gekommen sind. Das ist auch relativ egal. Ich könnte sie jetzt eigentlich auch alle beleidigen. So mit, ja, ihr seid alle scheiße, scheiß Ausländer und so weiter. Versteht mich ja eh keiner. So, pass auf, jetzt ist Rix back auf dem Stream. Jetzt gehen die Zahlen wahrscheinlich instant wieder runter. Tja, Rix, es kommt davon, wenn man zu spät auf den GoTV geht. XD, XD. So, jetzt endlich mal wieder was Offensives. Wer ist das da unten? Torpe. Oh, schön. Nein! Er schießt in dem... Oh, er hat ihn, wurde nicht gesehen. Oh. Oh, und Forrest hat da aufgepasst oder hat er irgendwie den Schuss doch noch mitbekommen. Aber der Rest stirbt dann einfach. Und Driftkin guckt da nicht mal nach rechts. Eieiei, 6. Oh, 9-6. Und das als Terror. Wenn das mal dieses Todesurteil ist. Werbung, schnell. Ihr wollt's ja so. Aha, ist sogar einer down. Also ihr verpasst nicht mal was. Auch wenn mich die, die Werbung haben, jetzt eh nicht hören. Aber einer ist eh ausgetimt. Oh, das ist nett. Extra für mich Adblock ausgemacht. So wollen wir das haben. Wie er wirklich nach Werbung schreit. Gut, dann halt noch eine. Geht ja innerlich nicht weiter. Siehste? Siehste? Hab ich doch gesagt. Ich wusste es. Also für alle, die irgendwie immer dieselbe Werbung bekommen und davon sich satt sehen, einfach mal Cookies löschen und dann abwarten, was ihr beim nächsten Mal bekommt. Hier, ich kann leider seinen Namen nicht aussprechen, hat die ganze Zeit welche braunen Werbung bekommen, also hier Rasierer-Werbung. Ob ich kiffe? Nö. Das ist schon lange vorbei, die Zeit. Rolf, das ist Dust 1. Dust 1 SE, um genau zu sein. Achso, übrigens. Ich habe noch einen
Premium Key, aber den habe ich eigentlich gestern rausgeraffelt. Warte mal, an wen ging denn der? Mal kurz nebenbei nachschauen. Der Wiss ist ja immer noch nicht da. Wie viel Cent bringen 1 KW bei einer Werbung? Es wird immer so geschätzt, 2 Dollar, aber das ist halt nicht so. Also es ist halt eh random. Du kannst es halt nicht pauschal sagen, weil eine Werbung bringt, glaube ich, mehr als eine andere und das kannst du halt nicht beeinflussen, von daher. Ja. Das könnte ich eigentlich mal machen. Die ganzen Daten irgendwie reintragen und gucken, was im Durchschnitt ein Spot bringt. So, was wollte ich tun? Stimmt, noch eine Werbung. So, Account alias.tv. Ich habe schon 10 Karma-Punkte. Bin ich nicht toll? So, ein Key. Wer war das? Box. So, Devn. D-E-V-N-N-N. Du hattest letztens einen Key gewonnen und den bisher nicht eingelöst. Können wir mal gucken, ob du überhaupt hier am Start bist. Im Twitch-Chat. Aber gut, ich hab's eh gesagt. Einen Tag Zeit. So, viel Spaß mit dem ESA-Key. Wer ihn erst einlöst, der kommt zuerst. Hat ihn keiner eingelöst und es ist noch nicht aktualisiert. Immer noch keiner, also ran an den Speck. Ja, warum das Spiel nicht weitergeht, der Wiss ist ausgetimed. Immerhin ist es in der Halbzeit passiert und nicht mitten im Spiel, sonst hätten wir eine übelst lange Pause. Immer noch keiner eingelöst. Was ist denn da los? Soll ich nochmal posten? Ja. Oh. Kann gar nicht so schwer sein mit 1300 Leuten. Dass ein einziger mal den ECA-Key einlöst. Oh, das ist wieder da. Immer noch nicht. Oder wie gesagt, keine Ahnung, ob sich's ich kann nicht noch einen Karl. Ja. 10 Sekunden Delay, Alter. Na egal. Es geht weiter. Viel Spaß mit der zweiten Halbzeit. Wie gesagt, ich predikte ein 10-0. Aber vielleicht sind die Spanier urkrass als Tee.
Zwei Decoys haben sie immerhin schon mal. Und Duels. Na, jetzt bin ich gespannt. So, schon mal perfekter Eva-Nip. Plan. Jetzt fährt es einer, zwei und keine Chance. Hat das auch schon richtigerweise gepusht. Genauso soll es sein. Easy peasy Pistol für Nip. Und jetzt wird die Zerstörung einfach nur seinen Lauf nehmen. Seinen evolutionären Lauf. Und hier wunderschön der Hubschrauber. Der Helikopter. Nein. Man kann ihm nicht hinterher fliegen. Da fliegt er davon. In die Ferne, in die schwebenden Häuser rein. Zurück da, wo er hergekommen ist. Krass, wie weit der, wie lange der wirklich da ist. Jetzt ist er weg. Hier übrigens auch schön eingerichtet oben. Ganz wichtig, diese drehende Lampe. So, Get Right, einmal sprühen bitte. Das ist beides aber auch Headshots sind. Das ist halt so lächerlich. So, endlich. Key wurde eingelöst. Kratzer an RBNTR. Wer auch immer das ist. Ich hoffe, du wirst danach auch weiterhin EC Premium kaufen, damit ich schön Kohle scheffel. Der Key ist einen Monat gültig. Also, ja, jetzt kommst du spät, alter SQL. Also, Key ist nicht einen Monat gültig, sondern Key bringt einem einen Monat Premium. So, ist richtig. Oh! Gute Eco von Aces. 3 gegen 3. Noch ein Frag und sieht sehr ganz gut aus. Gute Waffenswitch. Ach, schade. Get right up. Too strong in the cutters. Schönes Teamplay. 12 zu 6. Ja, kommt da noch eine gute Waffe? Ja, er droppt sie eh. Kauft sich da sowieso eine neue. Oh, Autosniper bei Get right. Sehr schön. Was ist das? Was bringt das? Easy Ace ist quasi das asiatische, das amerikanische Pendant zu ESL. Also auch eine große Liga. Man kann Gather spielen, sogenannte Packs. Problem ist, man braucht halt Premium. Und wir hauen halt gerade so viele Keys raus. Das Gather-System ist ziemlich cool. Man braucht keinen Server, ist alles gestellt. Man connectet einfach auf den Server, schreibt ready. Und wenn alle, wenn 10 Mann auf dem Server sind ready geschrieben haben, geht's halt los. Also kein großes Versus suchen, kein, ja, es ist einfach super wenig Aufwand. Man connectet mit dem Client quasi auf dem Server und dann geht's los. Verdammt unkompliziert, man braucht sich über nichts wirklich Gedanken machen. Das Beste daran ist eigentlich auch, dass es Sets gibt. Also du hast sehr umfangreiche Statistiken drüber, wie viele Frags du gemacht hast, Assists und Headshots und sowas. Headshot-Ratio etc. pp. Wird alles getrackt, alles in Echtzeit getrackt. Also du kannst, während ein Kumpel zum Beispiel irgendwie einen Pack spielt, kannst du auf der ECA-Seite nachschauen, wie es da gerade steht, was wer gerade wie für was jemand gerade für Stats hat etc. Einfach mal nachschauen auf ECA.net. Und das Anti-Cheat-Tool ist natürlich auch soll ziemlich gut sein. Ja, cheaterfrei ist es nicht unbedingt, also ich weiß nicht, manchmal hat man schon krasse Leute. Ja, das ist natürlich auch noch ein positiver Aspekt, das Skillniveau ist gefühlt wesentlich höher als im Versus. Außerdem trifft man oft irgendwelche bekannten Spieler an. Gerade abends spielen doch schon mal der ein oder andere Profi von den ganzen Top-Clans, kann man da auf jeden Fall einige sehen. So, nimmt mal eine Unterzahl. Und Getschalt hält einfach den Schlitz. Aber nicht in den Schlitz von der Anna, sondern in den Schlitz auf das 1. Oh, Schnellschritt an Gila. Ui, sie holen sich tatsächlich noch eine Runde. Hätte ich zum Glück, habe ich jetzt nicht gewettet. Aber ich hätte meinen Arsch drauf verwettet, dass sie hier keine Runde abgeben. Aber sie werden eh ein bisschen daddeln.
gespottet. Bin ich jetzt gemacht. Oh, aggressiver Move von Forrest. Boah! Hat er am Anfang Probleme gehabt, da hat er mit dem überragenden Spray doch noch zwei gemacht. Aber wieder eine knappe Ausgangslage. Boah, krasser Headshot von Exist. Direkt nach Ende der her, passt doch instant unten auf. Och, dieses Pre-Fire allein schon. Wie der einfach gegast wird. Ah, jetzt haben sie aber schon Probleme. Und auch Getrite zur Hilfe. Ach, keine Chance. So, jetzt werden die Spanier wahrscheinlich auch sparen müssen. Wobei drei Leute könnten kaufen. Tja, also die Ergebnisse auf das eins werden auf den beiden Spieltagen auf jeden Fall ziemlich random werden, würde ich mal meinen. Außer die beiden NiP-Spiele, bei denen kann man getrost auf NiP, denke ich mal, tippen. Forrest wieder mit Gas. Passt allerdings in der Smoke nicht auf. Oh, wie lange er da mit ist. Alter. Dieser kleine Troll einfach, der Wald. Am letzten hat er zwar ein bisschen Probleme, aber die Probleme reichen halt noch lange nicht, um da gekillt zu werden. Im Knife. Der schöne Smoke. Vielleicht hält er einfach die ganze Zeit rein. Das Forrest. Oh, sehr schön. Wieder zwei Opening Frags. Oh, jetzt ist gute Pose. Da sagst du in den Spanier schon mal. Oh, Überzahl. Noch extrem ekelhaft. Geht mit der Autosniper.